Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier noch bei dem Quest der Vermisste. Wir müssen zurück zu Fralia Graumähne. Aber machen da noch alles klar. Ich habe da schon einiges geplündert. Und was mir aufgefallen ist, ja Leute, da liegt noch einiges am Boden. Das nehmen wir noch schnell mit. Wollte nur sagen, Geierlund hat es erwischt. Natürlich, wir schaffen keinen Quest ohne jemanden zu verlieren. Den können wir auch gleich noch durchsuchen, aber der hat nur Schwamm. Egal, wir sind hier dann auch noch auf einen Drachen gestoßen. Da hinten, der hat sich da vergnügt mit ein paar so Seelöwen oder was auch immer das sind da. Ich schaue nur noch schnell da rein, ob ich da nichts vergessen habe. Dann zeige ich euch noch einen Drachen, hol die Knochen von dem und habe mir gedacht, die warten noch immer da. Hey Alter, komm. Eines Tages wird der Krieg enden und dann werden die wahren Erben vom Himmelsrand dieses großartige Reich übernehmen. Ja, das werden sie. Okay, und du? Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ja, dann geht's endlich. Bitte sag meiner Mutter Bescheid. Ja klar, machen wir das. Okay. Beim letzten Quest, da waren wir ja auch in einem Dungeon, wo es Kerker gegeben hat, bin ich ja auch noch einmal hin, um alles zu plündern. Und die Jungs, die sind nicht freiwillig aus dem Kerker raus. Die eine ist dort noch immer gelegen, der andere, der stand dort wie versteinert. Ich muss nur noch schnell den Drachen suchen davon. Und dann gibt es da eine kleine Insel und einen Wrack, das schauen wir uns noch an. Das inspizieren wir noch und dann sagen wir dort Bescheid. Ist er da vorne schon? Da ist ein kleines Lager, das ist so ein Muscheltaucher, schätze ich mal. Da gibt es überall Muscheln. Der kocht dann im Muschelsuppe, ja. Ja, von wegen Muscheln. Da, na. Ups, da sind sie. Ja. Muschelfleisch, alles mögliche, was Muscheln hergibt, ja. Ich weiß nicht, ich habe da auch niemanden gesehen. Vielleicht haben wir den, vielleicht war das der Händler da hinten, den wir getötet haben. Weil der dann böse war auf uns, ich weiß nicht. Das war da hinten oben, schätze ich mal. Ich muss nur noch suchen, wo der Drache da jetzt herumliegt. Ja. Damit wir den Quest abschließen hier. Da ist auch was da oben. Nö. Verflixt nochmal, wo war denn der? Ja, was soll ich sagen? Nach diesem Quest machen wir dann eine kurze Pause. Ich mache hier einen Schnitt und suche den Drachen einfach mal. Okay, bis gleich, Leute. Ja Leute, wie dämlich muss man sein, dass man einen ganzen Drachen verliert? Also, ich finde den nicht mehr an. Ich kann da machen, was ich will. In der Zwischenzeit ist mir da ein Kaiserlicher über den Weg gelaufen, denn er war ziemlich aggressiv. Hab keine Ahnung warum, dem haben wir nichts getan eigentlich. Und ja, ich laufe da jetzt noch die Küste mal ab. Irgendwo auf dem Hügel dort müsste der noch liegen, aber Schmarrn, von wegen nix, Drache ist weg. Leute, jetzt wird's Zeit, dass wir da kurz mal eine Pause machen bei dem Let's Play. Ich verliere den ganzen Drachen, das kann ich ja fast nicht mehr glauben. Ja, Schmonsens, weg ist er. Egal, wir haben gesagt, wir machen da in diesem Video noch eine Exkursion zu dem Wrack, das ich da gesehen habe in der Nacht. Ich laufe nochmal darauf. Ne, der Drache ist fort. Leute, der Drache ist futsch.
Die Muscheln habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Hier, da, die sind cool. Da noch einmal rüber schnell und dann war es das auch schon. Ja, Schmarren. Also wenn ihr den seht da im Video, dann sagt es mir bitte. Also, der Toso hat den ganzen Drachen verloren. Nun gut, egal. Da rüber und... ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja wirklich nicht. Der ist futsch. Na komm. Wie gesagt, wir schauen uns die Gegend nochmal kurz an. Dann zurück nach Weißlauf und werden Bericht erstatten. Da, wo habe ich denn das gesehen? Ich glaube, ich brauche auch schon eine Brille. Da ist irgendwo ein Wrack. Ja, in der Nacht sieht das alles ganz anders aus, ja. Da ist die Festung, ja, und dort vorne müsste es dann sein. Ich glaube, ich sehe die Masten schon da hinten. Und die Festung da oben, die kenne ich auch noch nicht. Wo ist denn das Zeug jetzt? Und irgendwas ist da schon wieder böse. Ah, so ein Geist. Da vorne ist ein Wrack, genau, ja. Alle da? Okay, gut. Schauen wir, dass wir da rüberkommen. Das interessiert mich nämlich, weil auf dem Schiff waren wir nur noch nicht, ja. Möchte nur sehen, wie die von der Optik her gemacht sind, ob das cool ist oder nicht. Da drüben, ja, genau. Wir werden da kurzerhand einmal durchs Wasser und dann gleich mal rüber, ja. So, Grubby, komm, lass uns in Ruhe. Das schauen wir uns an. Fauler sagt, lass den in Ruhe. Waisenträne entdeckt. Aha. Was heißt das jetzt für uns? Aha. Hey Junge, lass das sein. Was ist denn los? Alle greifen uns immer an. Können wir nicht ein bisschen quatschen miteinander? Oh. Ja, das gilt nicht. Da ist noch wer? Wo ist denn der? Ich ehre meinen Herrn. Seid ihr bereit für den Tod? Gnade, okay. Das war die größte Gnade. Banditenmarodeur schon wieder, ja? Alles nur Banditen hier unterwegs. Und Wilkas und Meko. Jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen. Ich habe ihn aber nicht erschlagen, Leute, ja? Nur, dass ihr das auch checkt. Ich habe da niemanden jetzt wirklich wehgetan. Außer die, die es verdienen, ja. Ja, der ist da. Jetzt fehlt nur noch Sir Fauler Sack Nummer 2. Ah, da ist er, ja. Der ist heißer. habt ihr das mitbekommen? Ja. So, junger Mann, was ist mit dir? Ah, junge Frau. Pfeile, Gold, Rüstung und nichts dergleichen. Ich wollte aber eigentlich da reinschauen nochmal. Wie es da aussieht, da drin. So. Aha. Ja, so was Besonderes ist da also auch nicht da, gell?
Boomer. Und das war's dann auch schon. Hm? Da eine Truhe, das können wir auch noch. Dietrich Gold, Saphir, Zaubertrank und eine Stahlrüstung ist auch okay. Da, Kohl. Da geht es rein ins Wasser, so wie es aussieht. Ich werde da jetzt gleich einmal den Helm ausrüsten, damit wir unter Wasser atmen können. Was haben wir da? Der ist ganz oben. Wasseratmung, Stahlhornhelm und schauen wir mal, wie es da unterhalb ausschaut. Da geht es ja noch tiefer runter. Da. Aha. Ja, so aufregend scheint das nicht zu sein. Das Schild geht sich ja noch aus. Gold, Zaubertrank und das war's dann auch schon. Da ist nichts mehr. Ah, er muss auftauchen. Ha, er hat aber auch einen Helm, mit dem er atmen könnte, der Kasperl. Unser Wilkas. Da kommen wir nicht rein, ne? Und Meko, du bist ja auch so ein Kasperl. Tauch da mit uns. Hoffentlich gehen die Jungs mir nicht drauf dabei. Da ist nichts. Nur eine Luftblase, ja? So, jetzt müsste ich da aber wieder reinkommen. Ja, super. Leute, jetzt wird's kritisch. Komm, da runter, lass mich. Da war nichts mehr. Da hinten haben wir auch noch nicht geschaut. Da kommen wir wieder raus. Und ja. Okidoki, Leute. Muscheln. Da können wir nochmal reinschauen. Da unten ist auch nichts. Keine Schätze, gar nichts. Nö. Das war ein Satz mit X, Leute. Schmarren. Das war ein Obstdampfer. Ja. Echt schade drum. Dann nix wie raus hier. Und ihr seid wieder alle mit von der Partie und zurück nach Weißlauf und überbringen wir die frohe Kunde, ja? Da sind wir zu Hause. Auf geht's. Ah, unser Baum, ja. Vielleicht blüht er mittlerweile schon in Weißlauf. Da schauen wir dann auch kurz vorbei. Oder auf dem Weg dorthin können wir gleich vorbeischauen, ja. Mittlerweile legen wir uns mit allen an. Mit den Tremoras, ja, mit den Göttern und Geistern der Natur und ja. So, es ist natürlich wieder finster, egal. Laufen wir mal zu. Geht die gerade spazieren da? Ne? Da ist sie. Ich weiß. So, Graumähne, komm her. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Ja, Thorald ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ja, haben wir. Ich muss ihn sofort sehen. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu Was? Gefährlich. Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Nee. Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne, mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund.
Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Stahlkriegsaxt der Blitze hinzugefügt. Ja, danke vielmals. Habt ihr von euren Söhnen gehört? Was ist jetzt los? Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Zu wissen, dass sie beide zusammen irgendwo da draußen sind, das genügt mir. Okidoki, Leute. Das war's, passt ja? Passt gut auf euch auf. Gut, schauen wir mal nach. Die letzte Ruhe, das war's dann auch schon. Verschiedenes in höchster Not. Was war das jetzt? Leute, was wir da schon alles gemacht haben, ist ja unglaublich. Erste Lektion, bin ich ein Bibabo, das gibt's doch nicht. Der Vermisste. Erledigt. Scheint so, ja? Okay. Gut, wir schauen noch mal kurz rauf, da zum Baum. Und ich sehe da schon was leuchten. Ja? Seht ihr? Wir stellen uns darauf auf die Stufen und schauen uns das von oben an. Und was macht das Heiterei? Nein, weniger. Noch ein wenig höher. Okay. Da kommt's cool. Ja, seht ihr, der Baum, der blüht. Ja? Gut so, Leute. Tosita, Wilkas, Sir Falosak, der Zweite. Und ich verabschiede uns jetzt für eine Weile, mache eine Pause hier bei Skyrim und schauen, dass da andere Let's Plays mal weitergehen. Wünsche euch noch eine schöne Nacht und ab und an werde ich da schon noch einen Quest hochladen, denke ich, ja? Wenn es gerade mal passt. Vielleicht machen wir dann auch eine andere Rüstung und werden dann allein auf die Pirsch gehen, um ein wenig zu leveln. Da schaue ich auch noch gleich, wie es da mit den Fertigkeiten aussieht. Zweihändig könnten wir noch leveln, blocken, ja genau. Einhändig sind wir nicht schlecht. Schießkunst haben wir uns erkauft bis jetzt. Könnten wir auch noch machen. Leichte Rüstung ist ja auch nicht unbedingt das. Da können wir noch alle Perks setzen. Wir haben noch 6 Talente zu vergeben. Und Schlossknacken, Taschendiebstahl, ja genau. Schleichen haben wir gelevelt, aber noch nie gebraucht. Also irgendwo gibt es da auch super Perks zum Setzen. Wenn wir schleichen, können wir Heimtücke, ja, Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen, den 6-fachen Schaden. Blattschuss, 3-fachen Schaden, genau das könnten wir auch noch machen. Und eben leichte Rüstung, damit wir mal alle Rüstungen durch haben. Und so sieht's zurzeit einmal aus, ja. Wir haben zwar viel, Stufe 67 und ja, da geht noch einiges. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben über 110 Videos hochgeladen, glaube ich mal, ne? Und wir sehen uns dann wieder im Himmelsrand. Auf jeden Fall nach einer kleinen Pause. Euer Toso. Ciao.